Herzlich willkommen zurück hier bei 2FM und Transportiva 2. In der letzten Folge haben wir die LKWs alle mal aufgerüstet auf diese Peterbilts. Und jetzt haben wir natürlich an diversen Stellen ein bisschen Stau. Wie da zum Beispiel auch. Da können wir jetzt mal auch wieder ein paar LKWs rausschmeißen, weil die einfach wieder mehr laden als die alten. Und bringt ja nichts, wenn die hier nur rumstehen und nichts einbringen. Die Strecke ist ja auch nicht so lang, die hier fahren müssen, ne? Was haben wir dann auf der Strecke? Zwei Fahrzeuge nur. Aber gut, der wartet und wartet und wartet. Dann hauen wir den da jetzt auch noch weg. Wie gesagt, wir können ja dann später irgendwann nochmal schauen, wie sich das so einpegelt, ob dann zwei dann doch irgendwann zu wenig sind. Aber jetzt machen wir erstmal einen groben Schnitt und schauen, dass wir die LKWs wieder reduzieren, weil kostet ja auch alles, ne? Die wollen ja auch alle unterhalten werden. Ja, bespaßen und so was, ne? Weiße Bescheid. So, waren hier denn? Ach ja, hier genau. Oh, ey! Oh, oh, oh. Ja. So viel zu dem. Ich schau zuerst mal hier hin. Gut, hier sind auch einige zu viel. Fangen wir mal mit dem an. Der kommt weg. Zack. Und der kommt auch noch weg. So, der wird beladen. Der kommt nach. Was hat der geladen? Der lädt verhältnismäßig schnell. Okay, das hat gepasst. Kommt hier irgendeiner nach? Ja. Okay, ich glaube, die LKWs auf der Strecke hier, das funktioniert so einigermaßen. Das ist auch sehr interessant hier. Fump. gut, wie schaut's hier aus? Holz muss abgeholt werden, und zwar viel. Die haben einen fetten Holzüberschuss. Wahrscheinlich beruht es hier drauf. Da haben die sich nämlich jetzt komplett festgefahren. So ein Scheiß. Okay, die muss ich irgendwie anders sortieren. Weil jetzt kommt hier natürlich kein Holz nach, weil die nicht schaffen reinzufahren. Ah. Ach, oh Schreck, wie mache ich das denn? Ich mache hier auf jeden Fall mal kurz Pause rein. Wie machen wir das denn am geschicktesten? Wir brauchen hier irgendwie eine zweite Zufahrt für Holz. Die können wir von oben kommen lassen. Da machen wir es so rum, genau. Das machen wir anders. Holz kommt dann von oben rein. Ja, das ist, glaube ich, eine Idee. Weil dann stauen die sich hier nicht mehr. Dann braucht da nur noch zu stehen, wer dahin will. Ja. Okay, das versuchen wir. Aber ich glaube, dafür muss ich jetzt erst nochmal das Ding hier abreißen, damit ich mich hier neu strukturieren kann. Wir reißen mal das Stück Straße ab. Und das komplette Ding. Ja. Was holt hier ab? Wir haben einmal Werkzeug nach da und einmal Werkzeug, das wieder rausfährt, um da oben hinzufahren. Ne? Ja. Und dann haben wir einmal Holz zu liefern. Könnte es auch stehen lassen. Oh, jetzt muss ich kurz überlegen. Wenn wir hier jetzt einfach eine neue Straße setzen, die reinfährt, dann könnte ich es stehen lassen. Ein paar von den LKWs werde ich sowieso abreißen, denke ich mal, weil es zu viele sind. Okay, warte, dann reiße ich den doch noch nicht ab, sondern ich sag hier mal eben Güter erweitern. So. Und dann brauchen wir hier eine Straße. Nehmen wir die Landstraße. Die können wir dann doch wieder anknipsen hier. Und dann sagen wir, dass das hier eine Kreuzung wird und sich da anschmiegt. So. Was ist mit Rundung? Bringt nicht viel, ne? Ja, dann lassen wir es so. So. Und dann könnte ich eigentlich sagen, das letzte Stück hier ist so. Oder? Hat das einen Sinn? Eigentlich nicht, weil die fahren eh wieder dann auf. Weil das da nur einspurig ist. Also, ne? Einer rein, einer raus.
Ja, wenn das ja auch vierspurig wäre, wäre cool, weil dann hätte er sich schon mal im Vorfeld sortieren können. Aber okay, warte mal, dann hat das keinen Wert. Dann machen wir das wieder ganz normal zweispurig. So. Jetzt muss ich mir ganz kurz anschauen, wie sie fahren würden. Er hätte es gecheckt. Also fährt automatisch da rein, dann da hinten wieder raus. Okay, dann lassen wir dem mal Gas geben. Die neuen fahren da hinten schon lang, das ist schon mal sehr gut. Was ist mit dem? Der hat auch Holz geladen, kommt aber nicht rein. Wegen dem da, weil der Werkzeug laden möchte. Okay, den werfen wir schon mal weg. Zack. Ist denn eins ausgewählt? Nicht, dass ich jetzt hier alle rauswerfe? Ja, doch, okay. Du kommst weg. Bumm. Okay, dann geht's da schon mal weiter. Der da will auch Werkzeug holen. Du kommst auch weg. Der will auch Werkzeug holen. Kommst auch weg. Der will auch Werkzeug holen. Kommst auch weg. So, noch 5 Fahrzeuge. Wohin will er eigentlich? Nach Düsseldorf. Was war das hier? War das Düsseldorf? Das war Düsseldorf. Okay, das ist eine relativ kurze Strecke. Das heißt, 5 Fahrzeuge sind eh zu viel. Also kann er weg. Dann kommt der auch noch weg. Wie gesagt, ist ja nur eine kurze Strecke. Da reichen mir vollkommen 3 Fahrzeuge, wenn nicht sogar nur 2. So, und der hier ist Werkzeuge Hamburg. Gut, das müssten wir jetzt noch. Einen kann ich auf jeden Fall wegwerfen, ne? Der ist auch Werkzeuge Hamburg. Ja, okay. Der kann auf jeden Fall weg. 7 Fahrzeuge. Da haben wir noch 6 Fahrzeuge. Das müsste passen, weil die Strecke ist ja relativ lang hier oben hoch, ne? Aber der kommt eh nicht hinterher. Ist der eigentlich vollgeladen? Der hat vollgeladen. 3 stehen da noch. Komm, dann hauen wir den auch noch weg. 5 Fahrzeuge. Ja, der schaut auch gut aus. Nicht allzu teuer. 140 km/h. Der Zug sieht auch nett aus. Der Metroliner. Okay, ich glaube, das haben wir jetzt wieder mehr oder weniger beheben können. Naja, okay, lassen wir mal laufen. Die gröbsten Schnitzer sind behoben. Da läuft es auch relativ flüssig. Einer wartet. Ja, das lasse ich mir noch eingehen. Okay. Dann kam hier oben nochmal, oder? Da war doch... Ah ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, fangen wir wieder hier an. Da können wir einige wegwerfen. 11 Fahrzeuge. Bangerang. Oder einer nach. Ich denke, dass wir hier auch mit 1-2 Fahrzeugen nur fahren. Mehr braucht man hier gar nicht. So, der lädt immer noch. Wie viel hat er denn geladen? Der ist jetzt gleich voll. Okay. Dann hat der... Ich lasse es jetzt erstmal so. Der kommt zwar direkt wieder nach, aber der lädt verhältnismäßig zügig. Okay, das lasse ich so. Dann die Kollegen hier. Das ist arg übertrieben. So. Hat der vollgeladen? Ja, vollgeladen, okay. So, wie schaut's mit dem aus? Der hat erst 5, erst 6. Wollen wir den noch wegschmeißen? Da hinten kommt der andere zurück, dann hauen wir den hier auch noch weg. Und tschüss. So. Als ob der hier nicht richtig hinterherkommen würde, ne? Aber ist München denn wieder gesättigt oder was? 40% nur. Komisch, dass der da nicht. Also.
Dass der hier nicht mehr produziert, ist sehr seltsam. Ich könnte natürlich mal versuchen, ob das was bringt, wenn ich hier einen zweiten Bauernhof anschließe. Weil eigentlich kann München mehr brauchen. Gut, schauen wir mal. Jetzt haben wir auf jeden Fall das hier wieder aufgeräumt. Ich glaube, das war es auch mit unseren LKW-Strecken, oder? So viele LKW-Strecken hatten wir noch gar nicht. Hier oben bei Enix haben wir gerade eben erst alles neu gebaut. Ansonsten war es das, glaube ich, mit den LKW-Strecken. Wir können ja mal eben hier auf dem Ding kann ich da irgendwie zu dem hinfliegen? Der da. Okay, das passt. Bretter Düsseldorf. Oh, was ist das denn? Achso, das war der. Okay. Echt 10 Fahrzeuge? Habe ich da... Okay. Ich wollte gerade sagen, 10 Fahrzeuge ist fast ein bisschen viel, wenn ich jetzt mal die anderen Strecken vergleiche. Okay, dann hauen wir da auch ein paar raus. Was ist da auf Lager? Er hat einiges auf Lager, aber er kann nicht so schnell nachproduzieren. Ja, okay, dann hauen wir noch einen raus. 7 Fahrzeuge. Da kommt jetzt Holz nochmal nach, aber er hatte eh noch eigentlich genug da. Ne? Ja, so lasse ich es mal. Und hier passt auch. Ne? Der fährt weg, der nächste kommt an. Ja, ja, doch. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Und hier sieht es auch gut aus. Okay. Ja, ansonsten sind es Züge. Sonst habe ich gar nicht großartig mehr LKW-Strecken. Was ich mir aber vorhin gedacht habe, wäre natürlich schön, wenn hier irgendwie entweder eine Brücke oder ein Tunnel wäre. Weil hier doch recht viel Zugverkehr ist. Und das hier im Prinzip schon so eine Art Hauptstraße ist. Ich meine, man könnte auch da lang oder da lang fahren. Aber ich meine, da ist natürlich auch Gleise über der Straße oder da lang. Aber den hier nimmt er so als Hauptverbindungsstraße. Es ist nur die Frage, ob ich da wirklich eine Brücke oder ähnliches oder Tunnel, aber Tunnel glaube ich fast nicht. Das ist echt wenig hier. Ob ich da irgendwie sowas hingezimmert bekomme. Ich wage es ja eigentlich zu bezweifeln. Weil das schon recht knapp ist hier. Wir gehen hier mal eben auf Pause. Und dann versuchen wir hier mal. Na, da muss ich auch schon ein Haus dran glauben. Schau uns das mal eben an, wie das laufen könnte. So. Straße. Was für eine Höhe brauche ich denn? So würde er schon gehen, ne? Ja. Aber das ist... Boah, das ist viel zu wenig. Das wird bestimmt nicht klappen. Was ist das denn? Betonbrücke. 320 km/h. Aha. Sieht auch nicht aus. Ich wusste gar nicht, welche die haben. Die ist ohne... Natürlich Kacke. Das sieht auch noch okay aus. Aber das ist eigentlich fast ähnlich, ne? Da macht sich nicht viel. 320 km/h. Wir haben doch gar keine Fahrzeuge, die 320 fahren. 320, wir können doch hier keine Sportwagen auf die Straße schicken. Lustig, dass die Brücken dann so schnell sein können. Okay, da ist Ende. So muss er dahin. Jetzt baue ich den einfach mal und dann schaue ich, ob ich von da runterkomme. Zack. Oder von da rauf. Je nachdem, wo er mal anknipst. Ne, das ist schon mal falsch. Nimmt's wieder nicht. Okay, dann machen wir halt von hier aus. Da drauf würde ich gerne. Nee, er will erst gar nicht. Ne? Er macht natürlich immer die Anstalten, da irgendwie oben dran zu knipsen. Ich kann natürlich versuchen, irgendwie hier so eine Schleife zu machen und dann hochzukommen. Er will es gar nicht hoch.
Ja, nee, kann ich nicht, Okay. Dann reißen wir das nochmal ab. Dann versuchen wir nochmal, ob das was bringt, wenn ich hier sage, ich gehe erstmal schräg oder so. Oh, leck. Drei hoch hat das gereicht? Nee, ne? Vier hoch muss es sein. Okay. Also vier hoch. Wenn ich jetzt hier anfange, irgendwie so. So. Man sieht nicht mehr so toll aus, aber dann hätte ich jetzt zumindest die Brücke stehen. Ich versuche es mal. Jetzt schnappt er sich wieder den Falschen. Als ob er da partout nicht drauf gehen möchte, das ist echt blöd. Nee, das irgendwie wird das nichts. Das wird und wird nichts. Nee. Es ist wirklich zu knapp. Es ist einfach zu knapp. Ach, verdammt, was machen wir denn? Was machen wir denn da? Ich meine, das würde hier hinten auch nicht funktionieren. Das ist der gleiche Abstand. Ich könnte jetzt höchstens versuchen, hier einen Schlenker reinzumachen, aber das möchte ich auch ungern. Na gut, wir könnten schon versuchen, ne? Also hier schräg nach oben hinweg zu gehen. Dann werden wir da ja eigentlich immer breiter und vielleicht reicht das schon. Das können wir aber eben versuchen. Mal eben. Verstehst du? Mal eben. Aber, ne? Weiß, wie ich meine. Das ist schon irgendwie kacke. Wo laufen denn hier Linien entlang? Auf dem Gleis da gar nicht? Achso, das sind nur. Ah, das was da abgegeben wird. Okay, okay. Also die untere ist auf jeden Fall meine Personenbeförderung und die in der Mitte ist der Durchfahrtverkehr im Endeffekt. Also kann ich mir den ja im Prinzip sparen. Es sei denn, ich bekomme nochmal irgendwo anders Steine her, die ich von da an liefern möchte. Oder? Ja. Weil ein Gleis haben wir noch frei. Okay, okay. Also wäre es gut, wenn ich die mit ansetzen könnte. Okay, okay, okay. Platsch. So. Erstmal großzügig entfernt. Und wenn ich jetzt direkt, bevor ich mit den Gleisen anfange, da oben, hier, also, ne, wenn ich da jetzt direkt, und wo ist 0, da ist 0, 1, 2, 3, 4. Wenn ich jetzt einfach mal sag, so. Das müsste doch eigentlich gehen. Dass der hier nicht ordentlich anschnappt, das ist echt bescheiden. Ne? Der nimmt den nicht wirklich an. Was hat der denn mit dieser komischen Brücke, dass er da partout nicht drauf gehen will? Das ist ja echt seltsam. Okay, dann versuchen wir das nochmal anders. Dann reißen wir den nochmal ab. Und versuchen jetzt hier hoch zu gehen. 1, 2, 3, 4. Patsch. Ein Stückchen gerade. Und dann wieder runter.
Ja, die sieht auf jeden Fall interessant aus, die Brücke. Aber gut. Also und da wäre es mir egal. Also da, wenn da jemand langfährt, dann kann er halt warten. Oder muss er halt warten. Aber hier die Hauptstraße. Oh. Oh. Ah, das ist aber echt... Wo scheitert es denn da? Das ist echt nur so ein bisschen, ne? Warte mal, ich versuche mal eben von hier reinzukommen. Boah. Okay, das ist knapp. Ich dachte jetzt, hab's mir schon fast gedacht, dass es nicht geht. Also, weil wahrscheinlich der Winkel hier irgendwie zu krass ist oder so, keine Ahnung. Aber es wäre schön gewesen. So geht's. Okay. So. Okay. Wie war das jetzt hier? Der muss einfach nur drauf, ne? Ja, okay. Aber ich ziehe erstmal die hier weiter durch. Ja, jetzt komme ich natürlich irgendwo da aus. Ich kann jetzt da nicht wieder den Schnick nach unten machen, oder? Das sieht ja super kacke aus. Ach, und da ist schon das. Oh, nein. Einmal fummeln und dann ist alles wieder verloren hier. Vielleicht, wenn ich da auch nochmal ein Stückchen Gleis wegnehme. Naja. Naja. Schlimmeres gesehen. So, wo ist er? Da ist er. Okay, da meckert er schon mal. Dann zieht man erstmal bis da. Auch sehr interessant. Ah, und er hat nicht richtig angesetzt. Nein. Also der abreißen. Dran und da dran. Sehr gut. Okay. Puh. Naja, so weit, so gut. Wieso hat er denn jetzt immer noch einen Fehler? Treibstoff Gottes, guckt euch. Hä? Aber es muss doch klappen. Können auch hier ganz normal durch. Oh Gott. Vielleicht brauche ich noch Signale, dass er das irgendwie checkt. Hm. Und da muss ich auch noch runter. Können wir mal eben machen. So. Platsch. Na, wieso will er da nicht? Hätte ich das untere Gleis vielleicht zuerst bauen sollen, dass er da jetzt diesen komischen Fehler hat?
Reißen wir das nochmal ab. Also, ich will dahin. Kollision. Da geht's. So. Und dahin. Ja, sieht auch gut aus. Nehmen wir. Aber der meckert immer noch. Signale. Fangen wir mal hier an. So. So. So und so. Und hier können auch noch welche hin. Die liegen relativ nah aneinander hier, kann das sein? Oder deswegen vielleicht ein Fehler? Das ist ja wie falsch, oder? Die liegen doch echt nah aneinander hier. Wir lassen ihn mal fahren. Zug fährt ganz normal durch. Und das ist der Fehler, ne? Ja. Gehen wir nochmal Pause. Und wie wir diesen Fehler beheben, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Also bis dann. Ha 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 ha